Es wird mal wieder bestellt und es wird mal wieder spannend. Ich habe drei Kandidaten aus meinem Team ausgewählt, um mir heute ein vorzügliches Dönermenü zu servieren. Und natürlich könnt ihr auch mir vorzüglich was servieren. Und zwar 2 Millionen Abonnenten, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bei 2 Millionen Abonnenten kriege ich den Gaming-Kanal von Julian Bam. Das wäre wichtig. Und meine eigene Kochmarke ist gelauncht. Hier stehen schon Sachen. Und im Hintergrund sind auch schon ein paar Sachen. Und da könnt ihr einfach doch mal ordentlich, richtig, heftig, fancy. Im Hintergrund steht wirklich gar nichts mehr. Auf was habe ich ihn gerade verwiesen? Einfach mal reingehen. Fivi.gg, einfach mal ein bisschen was bestellen. Supportet uns, supportet euch. Ist alles für die Küche dabei. Von Messern bis Ölkannen und weiteres. Gibt's alles da. Jetzt geht's los. Ein paar Bestellsequenzen. Hallo. Wir bestellen heute Döner. Ich habe heute den schlechtesten Döner, weil sich so viele von euch beschwert haben. Wir losen das jedes Mal. Wir machen es spontan. Döner ist meine absolute Leibspeise. Nicht. Ich habe, Fun Fact, meinen ersten Döner am 11.11.2011 gegessen. Und danach bin ich für eine Zeit Vegetarier geworden. Ich mag Döner einfach nicht. Ich weiß nicht, was daran gut sein soll. Aber ist egal. Ich habe hier einen ganz tollen Place rausgesucht, der eine Menge Döner hat. Und deshalb habe ich mir auch direkt schon was rausgesucht, und zwar den überbackenen Drehspieß. Jetzt frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen Döner und Drehspieß? Ist Döner quasi das Chanel der Lebensmittelindustrie und Drehspieß ist dann das, was man auf Mallorca auf den Märkten kaufen kann? Ich weiß es nicht. Aber der kostet 9,50 Euro. Der ist mit Sahne, Soße Hollandaise, Nudeln und Käse überbacken. Ja, wir nehmen dazu vielleicht noch einen Pommes-Drehspieß. Wir nehmen einfach mal Hähnchen und dann mit Soßen kann man auswählen. Soße rot. Wir nehmen den mit Soße rot, was auch immer das ist. Und dann mit alles. Und dann kommt jetzt wer anders. Hi, ich habe heute den mittleren Place. Ich habe die Ehre. Wir haben hier coole Menüs. Oh, hier gibt es auch einen überbackenen. Oh, sollen wir überbackene Döner vergleichen? Zeig mir deinen überbackenen, ich zeig dir meinen überbackenen. Gut, das machen wir. Cocktailsoße lassen wir. Man kann mit Pepperoni machen. Machen wir. Und man kann mit Chiliflocken machen. Machen wir auch. Dann nehme ich noch eine vegetarische Tasche. Dann gibt es hier Dürüm, auch in vegetarisch. Wir nehmen noch Pide mit Käse. Das hört sich lecker an. Ich hoffe, der überbackene Döner wird munden. Und damit gebe ich ab an den nächsten Kandidaten. Hallo, ich bin's wieder, euer Döner-Tester des Vertrauens. Ich bestelle heute den besten Döner. Ich werde einen Cheesy-Döner mit Chili-Flocken auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, dann nehme ich noch für die Vegetarier unter uns einmal eine Falafeltasche. Da kann man auch viel falsch machen tatsächlich, aber ich hoffe, der macht's gut. Dann würde ich noch mal einen Ayran dazu nehmen und dann ist es das auch schon wieder. Und dann als nächstes kommt Freddy. Hi, da bin ich. Erste Bestellung. Wir haben anscheinend auch einen Döner-Pizza-Place, was nicht unüblich ist. Es muss nichts Schlechtes heißen. Ich gehe mal hier rein. Etwas, was wir noch dazu bestellen. In der Gladbacher Welt heißt das hier Börek. Aber eigentlich ist das was anderes. Okay, ich erzähl. Gladbach ist eine Straße, da kann man saufen gehen. Super geil. Die ist an einem Hügel. Super scheiße, wenn man besoffen ist, weil dann muss Taxi. Und mittendrin ist ein Döner-Pizza-türkisches Restaurant. Und die haben so eine Ausgabe. Und die machen halt bis 5 Uhr morgens haben die auf. Ne? Und dann bin ich halt da immer hingegangen abends und gesagt, so Börek-Schiff, so Börek. Und dann habe ich mir den hier immer geholt mit Dönerfleisch und dann so alle Soßen von dem Döner und so ganz viel Salat und so. Und dann habe ich immer gesagt, boah, das esse ich erst zu Hause, wenn ich im Bett bin, wenn du so richtig breit warst früher. Und dann habe ich immer mich ins Bett gelegt und dann habe ich noch so, ich hatte meinen kleinen Fernseher, kennt ihr aus meinem Streaming-Hintergrund. Dann habe ich mir das so auf den Bauch gelegt und dann habe ich mir immer das Endstück genommen, so gemacht. Und bin ich immer eingeschlafen und bin ich immer morgens aufgewacht mit dem sogenannten Fettbauch. Der sifft dann so durch, dass mein ganzer Bauch so ölig glänzend ist. Dann habe ich immer morgens in den Spiegel geguckt und mein Bauch hat sich nochmal im Spiegel angeguckt selber. Riecht crazy. Das schmeckt so wie von da. Das ist mein Lieblingsplace. Schmeckt mir lecker, darum geht es aber heute nicht. Nichtsdestotrotz kann man sich ja mal die Side-Dishes angucken. Thunfisch-Pizza-Brötchen. Hier hat jemand für sich selber mitbestellt, für den Mindestbestellwert, aber ich beiß jetzt trotzdem rein. Auch gut, die sehen auch sehr gut aus. Guck mal. Das ist sehr lecker. Die Pizza-Sachen gut. Der Rest finden wir jetzt raus. Hä? Was sind das hier? Das da. Das ist der Döner, um den es heute geht. Und noch was. Was ist das hier? Ey, was habt denn ihr alles bestellt? Ist das eine Döner-Lasagne? Wir haben Dönerfleisch. Wir haben Käse, Dönerfleisch, Zwiebeln? Da kommt nichts mehr. Das ist nur überbackenes Dönerfleisch mit Zwiebeln? Hä? Schmeckt ein bisschen tomatig und zwiebelig, ansonsten ein bisschen weird. Hä?
Wer bestellt sowas? Ich habe ja so viel zu testen noch, bis es jetzt zum eigentlichen Döner runtergeht. Da fehlt viel Salz. Das ist jetzt hier, wie heißt das mit dem Teigding? Dürüm. Was sagt ihr? Lamacun, Dürüm. Schreibt es uns in die Kommentare, ich würde mich tatsächlich interessieren. Wir haben hier einmal drauf Dönerfleisch, eine Tomate, Eisbergsalat. Minzig und basic. Meine Güte. Das alles hier? 2,5. Ganz normal. Ganz gut. Kommen wir zum Döner. Oh, ist das siffig von unten. Oh, ist der siffig. Moin, meine Kebabis. Wir schauen jetzt erstmal rein. Mmh, butterweich wie Honig. Wir haben ein Fladenbrot, längs getoastet. Ist das Absicht, dass hier jemand einen Gemüsedöner bestellt hat? Wir haben Eisbergsalat, wir haben Tzatziki, wir haben Gürkchen, wir haben Tomätchen. Das ist alles, was da drauf ist. Die Unterseite ist so matschig und so durchgesifft von dem Tzatziki, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Boah, das ist so labbrig. Let's try. Ist so nass. Es fehlt einfach an Würze bei den Dingern. Es ist super durchgesifft, es ist wirklich nicht gut geliefert. Es schmeckt ein bisschen nach Tzatziki, Krautsalat und Kurkuma gar nicht durch und ansonsten auch leicht minzig. Wäre bei mir persönlich eher eine 2 für diesen ersten Döner. Ich muss mal kurz hier ein bisschen aufräumen. Dann gehen wir mal rüber zu Bestellung Nummer 2. Sekunde. Bestellung Nummer 2. Au! Es ist vollends und vollkommen da. Eine Speise so, eine Dönerbox. Ich sehe, hier hat sich jemand für einen Pommes-Döner entschieden. Sehr gut, gute Wahl, immer ein Ayran. Gucken wir erstmal hier rein. Das hier sind, sind das diese Rollen mit Ziegenkäse? Das ist ein Börek. Das ist eine Calzone, ja. Das ist ein Fischstäbchen. Lecker. Leider nicht mehr so krosch, weil zu viel Wasser gezogen. Obwohl gar nicht mehr so viel Wasser gezogen, ist recht trocken. Das hier im Gegenzug aber gut salzig. Dann kommt das Gerät hier noch. Ey, was ist denn los hier? Was ist das für eine Widerlichkeit? Das ist schon wieder käseüberbackenes Dönerfleisch. Nee, hier sind Nudeln. Nudeln mit Sahne und Dönerfleisch. Das ist ein Spezial. Das ist der Döner. Das ist der Döner. Das weißt du warum? Weil du es bestellt hast? Weil ihr alle drei zusammen bestellt habt. Eine schöne Sahnesoße. Mmh. Ah, ah, ah. Super nett. An dem Tag der Aufnahme hier habe ich später noch den Geburtstag von meiner Mutter zu feiern, die 60 Jahre alt geworden ist. 23. Ich werde richtig schön, richtig, richtig schön bei mir zu Hause im Elternhaus vor allem Mann mir in die Hosen kaggern, aber richtig deftig. Wie manch einer sagen würde, ein Wegknattern, ein Rippen lassen. Mmh. Mmh. Das ist richtig lecker. Würde ich niemals sagen. Denn das ist wirklich Gemüsebrühe mit Sahne. Die Nudeln hier sind Penne. Nicht nur flach, sondern auch wirklich so überdurch, weil nochmal in dieser Sahne und unter der Käseschäden durchgebacken, dass es eigentlich nur noch Brei ist, der so gerade gehalten wird in Penneform. Fleisch, alright, von dem ganzen Käse auch zum Glück eine gute Salznote mit drin. Aber ich bin ehrlich, Leute, das Fleisch auch durch die Sahne so vollgesogen, I don't like. Schauen wir mal, ob hier noch jemand was gegönnt hat beim Pommes-Döner. Pommes-Döner nämlich beste. Fleischmäßig muss ich hier schon sagen, ist das auf jeden Fall besser als das andere Dönerfleisch, was hier war, weil es einfach besser gewürzt ist. So, wir haben hier die Cocktailsoße mit dabei. Oben Fleisch, unten Pommes. Die Perversion, wenn man drunk ist. Mhm. Mhm. Ist so viel Cocktailsoße, dass es wirklich ganz, ganz crazy nach was schmeckt. Cocktailsoße wird nämlich wie gemacht? Einfach nur Ketchup und Mayo verrühren. Hey, und it's your Cocktailsoße. Immer noch die größte Enttäuschung, die ich jemals in meinem Leben erfahren habe. Wenn das hier in die Richtung 1,5 ging, ist das hier bei mir eine sehr gute 2,5. Das ist so, wie es immer sein sollte. Das finde ich fein. Wir haben ja noch ein Gericht. Bestellung Nummer 3 kommt jetzt. Oh, perfekt. Machen wir mal auf das Ganze. Boah, wie viel Mindestbestellwert haben denn diese Leute? Also, guck mal. Hey, der gleiche Ayran. Du kommst mit drauf. Was ist denn das immer? Tradition. Schauen wir mal. Wir haben hier höchstwahrscheinlich eine Soße. Sieht aus wie ein bisschen Tzatziki. Das hier höchstwahrscheinlich 2 Döner. Schauen wir mal rein, was mitgeliefert wurde. Einmal ein paar Pommes. Man sieht, wie sie schwitzen. Schön in die Tzatziki. Weich und lobbrig. Enttäuschend. Eine Falafel? Bei einem Dönermann? Macht Sinn. Trocken. Mmh. Das wird richtig bröselig. Erstmal ohne Dip. Mhm. Ein bisschen so wie bei deiner Oma, wenn du so diesen Flusenfranz hattest, weißt du, und dann an der Seite so diese Flusen vom Teppich so ausgefranst hast. Ich weiß nicht, ob das mal einer von euch gemacht hat. Im Prinzip so, als würdest du ran lutschen, wenn du dir das hier in den Mund machst. Leider extrem trocken,
und auch geschmacklich nicht sonderlich interessant. Ein bisschen Sesam schmeckt man durch die Panade durch. Und ansonsten ein bisschen Kräuter, aber nicht sehr viel. Wir machen jetzt mal hier auf. Wir haben einmal viel geileres Brot. Sieht fast schon selbstgemacht aus. Wir haben, das ist wahrscheinlich eine Veggie-Variante. Ihr habt nämlich einen Döner mit smashed Falafeln. Oh. Da sind sie auch genommen. Da ist noch Krautsalat bei, rote Zwiebeln, Gurkentomaten und ein bisschen Tzatziki-Soße. Ich beiß mal rein, ganz frech. So, mit viel Soße drumherum schmecken die besser. Aber es ist immer noch trocken. Man sieht das sogar hier ganz gut. Die sind so trocken, dass die Soße, die normalerweise so drippt, so an diesem trockenen Ding hält, dass hier nichts mehr an Soße irgendwie rüberperlt. Das ist einfach wie aufgesogen, man sieht es. Es ist so trocken, es ist wirklich... Ich sage, komplex. Leicht scharf, vielleicht als Gag von irgendjemandem, der mir das hier scharf gemacht hat. Aber für einen Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall keine angenehme Erfahrung, sage ich. Das hat eine unangenehme Schärfe nach hinten raus. Für mich ist es ganz lecker. Und dann hier jetzt noch mal einer. Der dann höchstwahrscheinlich, stelle ich mir vor, mit Fleisch. Vom Brot her finde ich die hier viel schöner, muss ich sagen. Also wirklich... top, aber auch das gleiche Problem wie beim anderen. Döner liefern sowieso Meisterdisziplin. Wir haben viel Salat. Ne, auch wieder kein Fleisch. Doch Fleisch. Aber so eine Schicht. Und es ist alles so ein bisschen vermischt. Mein Traum wird wahr. Hier in Mönchengladbach. Ein Dönermann, der nicht einfach alles reinstopft nacheinander, sondern alles vorher vermischt und reintut. Das habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Und das war in Hamburg nämlich. Hier ist alles vermischt. Live in Mönchengladbach, Leute. Das sind frisch, also so, dass das Brot noch crunchy ist. Das ist sogar nicht so durchgesäpscht, weil es sogar noch mal dicker ist. Also an den Seiten natürlich schon. Aber hier mittendrin ist einfach nur nicht mehr so fluffig. Let's try. Das ist schon perverser, ne? Da ist Käse mit drauf. Unscharf. Oder ist einfach nur eine Käsesoße. Und das hier außen ist gar keine helle Cocktailsoße. Das ist Käsesoße. Käse auf Döner. Alright. Aber auf jeden Fall schon deutlich mehr fancy als die anderen. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bild geschaffen und ich bin mir sehr sicher mit der Auswahl der Läden, wenn es um Top oder Flop geht. Das mit der Pizza ist die goldene Mitte. Pommdöner, solide, aber würde mich mehr abholen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das hier der schlechter bewertetste ist, weil das hier höher bewertet sein wird. Und das war jetzt euer Fehler deswegen, weil die Pizza ganz alright ist. Oder auch die sonstigen türkischen Sachen. Es war ja keine Pizza. Es war ja ein Börek Lammatschun. Ich glaube, beziehungsweise bin der festen Überzeugung, dass das hier der am schlechtesten bewertetste ist, das hier die Mitte und das hier der beste. Da bin ich mir sehr sicher von dem Brot und allem drumherum, dass die bestimmt eine gute Bewertung haben. Bewertung. Ich glaube, die echte Bewertung hiervon ist eine sehr solide. Ich weiß, ich hocke immer zu tief, deswegen mache ich es heute aggressiver. 3,8, 4,2, 4,8. Das sind meine Bewertungen, so wie ich glaube, dass sie sind. Und ganz klares Ding, ich weiß natürlich safe, wer was bestellt hat. Ich kenne euch doch. Nina hat so crazy ihren Spezialdöner verteidigt. Ich glaube, die hat heute mir einen schönen Käsedöner bestellt mit schönen Lacto-Pfiff, damit ich hier heute Abend bei meiner Mutter richtig einen rippen lassen kann. Dann hier ist klar Thunfisch. Wer isst gerne Thunfisch im Brötchen? Es ist Annika. Die liebt ja Thunfisch. Deswegen sage ich Annika, weil die wollte gar nicht die Thunfischbrötchen, hat mich nur verwirrt, weiß aber genau, wie was heißt, weil sie es gerade noch mal gelesen hat, haha, Sherlock Holmes, und wollte sich einen Gemüsedöner snatchen und nebenbei auch noch mal, wenn keiner guckt, dieses überbackene Dönerfleisch reinschieben. Klar. Klares Ding, Annika. Heißt, Julian wollte mir heute was Gutes tun, mal den Hamburger Döner representen hier in Mönchengladbach mit geilen Käsevariationen, so wie es sich gehört. Und das ist meine Zuteilung. So wird es sein, meine Damen und meine Herren. Und dementsprechend drehe ich mich jetzt um und dann seht ihr die Auflösung. Los geht's. Es wird gemischt, das ist gemischt. Und Turbo mischen, ein bisschen Pogen dabei. Okay, wenn er gebrochene Rippe hat, verliert. Lass nur Freddy Boxen dabei. Was passiert denn jetzt? Warum wird denn gepokt? Ach du Scheiße. Noch mit der ich sag mal, 3, 2, 1 und stopp. Schauen wir doch mal. Und ich hatte vollkommen recht. Fucking on point, gelesen wie Bücher. Wir fangen mal an. Du hast natürlich das hier bestellt. Warum nochmal genau? Guck jetzt, Gedanken übertragen. Ich weiß. Du bist so ein Spezialdöner. Bam, Spezialdöner. Habe ich direkt gerochen an dem Punkt. War ganz klar, weil du den Gemüsedöner möchtest, ne? Nee. War mir klar, Thunfischbrötchen wolltest du haben. Das ist eigentlich auch ein Käsedöner. Battle of Cheese Döner. Nee. Da waren Nudeln bei. Da ist Zwiebel bei. Das ist nicht okay. Weswegen hast du das bestellt? Einfach nur, um auf den Mindestbestellwert zu kommen. Ich gelesen wie ein Buch. Und bei dir, Julian. Das war ja ganz klar, ne? Weil Premium Hamburg, die Stadt des Döners. Ja, ist auch richtig so. Was hast du denn bestellt? Das Beste, Schlechteste oder Mittelste? Das Schlechteste. Was hast du bestellt, Annika? Das war natürlich das Mittlere.
Fischstoch. Und du meinst dann natürlich. Das war ein Junge, das war ein Junge. Das Beste. Ja. Danke für den Lack, du Schiss. Dürfte ich denn hier nochmal nach deiner Bewertung fragen? Ich glaube, hier habe ich jetzt etwas aggressiver bewertet mit einer 3,8. Was war es denn wirklich? War eine 3,9. Bam, Junge, bei Döner ist der aggressiv. Bei dir eine 4,2 und es ist eine? 4,4. 0,2 daneben. Und bei dir war es eine 4,5 und es ist eine? Du hast was anderes vorhin gesagt. Okay, wow, was habe ich gesagt? 4,8. Ah. Scheiße, was war's denn? 4,8. Fuck ja, genau das habe ich gesagt. So gehört sich das. Du eine aggressive Folge. Das ist doch gut. Jetzt wird hier noch reingeschlemmt mit ein bisschen Dönerfleisch, wenn wir noch mal was bestellen sollen, was euch interessiert. Sagt uns tschüss. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!